Hey Leute, willkommen zurück zu Rockman 8 oder auch Mega Man 8. Ja, zwei sind übrig. Ich nehme mal Frostman. Der ist jetzt nicht allzu schwer. Ja, das sage ich oft, aber wenn man es lang genug übt, dann kann man das ruhig sagen. Wobei ich die Stage jetzt schon länger nicht mehr gespielt habe. Die ist aber auch recht kurz, will ich mal sagen. Also jetzt vom Aufbau her ist sie ein bisschen länger. Aber aufs Ganze betrachtet ist eigentlich die Flame Man oder die Swordman Stage die längste gewesen. Ja, ich sag Flameman, weil das Element da hauptsächlich Feuer war, aber irgendwie hieß er trotzdem Swordman. Naja, gut. Okay, erstmal die ganzen Pinguine wegbratzen, die können eigentlich nichts, außer sich doof im Kreis drehen und irgendwann so auf mich zusliden, wie ihr seht. Also nicht wirklich viel, was die können. So, jetzt fahren wir schön mit dem Aufzug und da kommen ein paar Fledermäuse, aber die machen mir nichts. Ich spack in der Zeit mal ein bisschen ab und die Fledermäuse machen mit, das finde ich gut. So. Na, ihr blöden Dinger. Ja, die bewegen sich eben immer mit mir, da muss man ein bisschen in Bewegung bleiben. So, jetzt kommt die Passage, die ich meinte. Die Strecke ist an sich eigentlich die längste, würde ich behaupten. Aber man ist eben sehr schnell unterwegs. Und hier gibt es jetzt ein nettes Feature. Das ist praktisch 1:1 übernommen aus Mega Man für die PlayStation, Mega Man 8. Es gibt nämlich diese komischen Dinger an der Seite, wie ihr eben gesehen habt. Die sagen mir immer an, was ich tun muss. Also jetzt in dem Falle Jump, Jump, diese blauen. Und diese violetten, pinken oder rosanen, was weiß ich, was für eine Farbe das ist, die sagen mir eben Slide, Slide. Also jetzt nicht hier, weil der Soundchip packt das ja nicht, bekanntlich vom NES. Und ja, je nachdem weiß man, was man tun muss. Also Jump, Jump oder Slide, Slide. Und jetzt wieder Jump, Jump. Man muss eben immer schauen, dass man so weit wie es geht am linken Bildschirmrand bleibt, denn sonst treffen einen diese Dinger da, die da immer die Teile abwerfen. Und diese Barrieren kann man durch Beschuss zerstören, das wusste ich beim ersten Mal auch nicht. Hab mich dann immer geärgert, weil ich reinfahre und dadurch Schaden nehme. Fand ich dann ein bisschen unfair, aber man kann mit Dauerfeuer eigentlich alles hier wegschießen. So, ja, der Schlitten wird immer schneller. Soll aber nicht das Problem sein, desto schneller ist es nämlich auch vorbei. Und jetzt wieder Slide, Slide, Jump, 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 Jump. Ja, und immer schön auf die Dinger oben aufpassen, die dir die Seile abschmeißen. Da muss man immer so ein bisschen vorne rausfahren, dann treffen sie einen nicht. Zum Glück verändern sie nicht die Position währenddessen. Und Slide, Slide. Und Jump, Jump. Und nochmal Jump, Jump. Und Jump, Jump. Und Jump, Jump. Und das war das auch schon. Eigentlich. Na gut, nochmal Jump und Slide. Nochmal Jump. Ja, nochmal Jump. Jumpen wir doch. Okay, jetzt, das zeigt uns an, wir sind am Ende des Levels. Also hier, das jedenfalls dieser Passage, weil da Schnee war. Und verlieren leider den Schlitten. Also ich fand's ganz lustig. Aber mir tun die Augen ein bisschen weh von diesem pinken Hintergrund. Deswegen bin ich ganz froh, dass es jetzt auch mal wieder ein bisschen Abwechslung gibt. Ja, diese Teile kann ich irgendwie zerstören. Ich weiß gar nicht. Ich glaube mit der Flashbomb, oder? Moment, muss ich gerade mal schauen. Flashbomb? Flashbomb? Nö. Weil irgendwie... Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz hier stehen bleibe und was ausprobiere. Ne, mit dem Flammenschwert geht's auch nicht. Vielleicht mit diesem Tornado? Ne, aber damit kann ich das Ding... Huh? Okay, das Ding, das drückt mich hoch. Das wusste ich gar nicht. Haha. Lustig, lustig. Ja, okay. Da haben wir es ja. Und hier ist schon der Endboss. Ja, Moment. Das heißt der Endboss, der Levelboss. Diese Mets, die rennen einfach nur auf mich zu und setzen den Helm nicht runter, von daher, ja. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ich glaube, den kann ich mit der Flashbomb aber besiegen. Obwohl ich trotzdem gerne gewusst hätte, was in diesen Eisblöcken war, naja gut. Ja, der ist eigentlich auch machbar, sag ich mal, mit seinem, also mit dem Mega Blaster. Was nur unangenehm ist, er hat so ein paar fiese Sachen drauf, den kann man eigentlich kaum ausweichen, finde ich. Deswegen mache ich ihn jetzt einfach mit der Waffe, die für ihn gedacht ist. Und zwar die Flashbomb. Die... Ja, die ist gut. Kann man so sagen. Ah ja, und da wollte ich jetzt eigentlich springen, aber ich slide. Toll. Na, ich bin so doof. Ja, ihr seht, ganz einfach eigentlich. Die kann man alle ganz gut ausweichen in Fertigkeiten. Aber gut, wenn wir schon die Waffe haben, setzen wir sie auch ein. So, das war's mit Frostman. Ganz easy, die Stage. Vor allem, ich finde es ja echt ganz witzig. Auch jetzt bei Tango Man fand ich dieses Element, dass man eben so ein... Ja, so ein Side-Scrolling-Shooter spielt, ganz lustig. So ein Raumschiff-Side-Scrolling-Shooter. Und die Ice Wave kriege ich, super. Ja, so, dann war's das für diese Stage und wir sehen uns in der nächsten.